Willkommen zurück zu Polytopia. Wieder vorher schafft. Diesmal etwas ganz Schweres. 4 Gegner und verrückt. Das kann lustig werden. Und natürlich mit dem Bardo finde ich der beste Stamm, den es gibt. Okay, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir gehen erstmal nach da. Auch wenn ich glaube, dass hier ein gegnerischer Stamm ist. Aber hier werden dann wahrscheinlich 3 sein oder so. Deshalb gehen wir erstmal in die Richtung. Können wir vielleicht schon von Anfang an einen Stamm auslöschen. Hauptstadt verbessern und natürlich Werkstatt für zusätzliche Ressourcen. Und dann bilden wir noch einen Krieger aus. Okay, dann sind die Imperius hier irgendwo. Vielleicht ist ja auch hier schon die Hauptstadt, keine Ahnung. Ansonsten machen wir noch hier Försterei. Und dann gehen wir hier auf das Dorf. Ich bringe noch einen zweiten Krieger dorthin. Zum Extraschutz. Und dann holen wir uns Organisation. Dann können wir auch bald unsere Hauptstadt verbessern. Und hier ist ein gegnerisches Dorf von den Imperius. Das heißt, wir sind gar nicht mal so weit weg. So, 2 Jagen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einen Entdecker. Ja, habe ich mir schon gedacht. Die Imperius sind hier. Und die scheinen hier so ein bisschen eingesperrt zu sein. Ich weiß nicht, ob da noch Land ist. Auf jeden Fall werden wir uns hier vorbereiten auf einen Kampf. Wir werden mal unsere Hauptstadt hier verbessern. Ernten mal Obst und holen uns Ressourcen. Ich würde sagen, dann holen wir uns hier einen Krieger und einfach hier noch einen Krieger. Und sollen wir schon angreifen? Ich weiß nicht, das sind hier 5 Stück. Das könnte ein bisschen schwierig werden mit nur 3. Den schicken wir mal nach da ein bisschen erkunden. Wenn er stirbt, ist auch nicht so schlimm. Und dann ernten wir ja auch mal Obst. Und holen uns noch mehr Ressourcen. Können wir noch was machen? Ja, ich würde ganz gerne in Richtung Rittertum gehen. Deshalb machen wir hier mal Reiten. Okay, die wollen jetzt so langsam angreifen. Das wird natürlich gefährlich. Gucken wir mal hier. Oh, eine Ruine. Die holen wir uns dann auch. Mit dem gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Einfach so. Ich kann das schon verbessern. Ich weiß nicht, ob ich das will. Und hier kann ich halt nichts machen. Ich glaube, wir lassen es und holen uns dafür Freigeist. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Ich hole mir noch einen Krieger. Der da geht auf die Ruinen drauf. Und hier greifen mal so an und machen so. Und dann holen wir uns hier noch einen Krieger zur Sicherheit. Ja, das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Gehen wir einmal so und machen einmal so. Sehr schön. Und dann machen wir einmal so. Ja, die sollten das nicht übernehmen können. Das sollte nicht klappen. Holen wir uns noch einen Krieger. Ich glaube, den schicken wir auch nochmal hier hin. Oh, sehr schön. Ressourcen. Damit holen wir uns gleich Rittertum. Sollen wir uns auch noch Straßen holen oder Mathematik? Ich weiß nicht. Ich würde sogar eher einen Ritter ausbilden. Ja, die können... Ah doch, die können ja auf Berge klettern. Das ist jetzt doof. Und der wird nicht rechtzeitig da sein. Okay, Rückzug. Zumindest ein bisschen. Den können wir nach vorne schicken. Und der erkundet weiter. Okay, Kiku
Wir haben Kiku gefunden. Ja, den schicken wir doch zurück. Und dann noch einen Ritter. Oh, da ist eine schöne Kette. Aber wir kommen nicht hin. Das ist jetzt doof. Na gut. Dann müssen wir hier ein bisschen was machen. Und zwar mit Straßen. Und ich würde mal sagen, wir holen uns hier noch einen Wald. Und machen dann hier nochmal Straßen hin. Können wir so machen. Und wir können natürlich nicht auf Berge klettern. Das habe ich vergessen. Aber wir können zumindest so machen. Und dann können wir den da mal heilen. Soll ich die Beförderung schon geben? Nee. Wenn er geschlagen wird, dann kann ich ihm die Beförderung geben. Jetzt zum Beispiel. Und zwar Beförderung. Einmal so schlagen, so und so. Wir haben auch schon das Tor der Macht bekommen. Ich würde aber jetzt noch nicht unbedingt damit was machen. Da können wir mal... Oh, das war ein Fail. Ich wollte da nicht hinklicken. Aber hier können wir so machen. Und dann schicken wir den mal dahin. Okay, wir haben die Kiku gefunden. Am anderen Ende von der Map. Oh, und da ist eine Stadt gerade, die belagert wird. Jedenfalls würde ich sagen, machen wir so. Und, oh, der kann schön weit laufen. Gehen wir hier hin. Was machen wir jetzt? Gehen wir nach unten oder nach rechts? Ich glaube, wir gehen nach rechts. Okay, gut. War jetzt nicht vielleicht die klügste Sache. Ich würde trotzdem mal sagen, machen wir hier das hin. Bevölkerungswachstum. Und dann holen wir uns einen Riesen. Pakt des Glücks können wir hier hinstellen. Und ich glaube, wir holen uns nochmal Bevölkerungswachstum. Und in der nächsten Runde holen wir uns einfach den Riesen. Ich weiß, ich könnte da einen Wald wegmachen. Will ich aber nicht unbedingt. Ja, okay, da kann ich jetzt einfach belagern. Scheinbar hat Kiku weiter unten noch Dörfer, obwohl Kiku hier oben sein sollte. Aber gut, belagern wir dieses Dorf und gehen hier hin. Okay, befördern, damit nicht zu viel Schaden entsteht. Und den können wir mal nach da bringen. Soll ich... Ja, komm, ich hol mir noch Mathematik, damit ich vielleicht noch ein paar Sägewerke machen kann. Und die beiden verschiebe ich mal nach da. Ja, interessiert mich nicht. Dann gehe ich hier hin. Dann, okay, da sind die Kiku. Gehe ich mal ein Stück zurück. Machen wir erstmal das hier. Holen wir uns einen Riesen. Dann gehen wir mal so. Und dann gehen wir mal so. Und wie stelle ich das jetzt am besten an? So, so, so. Und so. Sehr schön. Den kann ich auch noch da bringen. Dann kann ich hier Holzhütten bauen. Ein paar Ressourcen bekommen. Soll ich das hier übernehmen? Ja, auf jeden Fall. Das da auch. Und dann jagen wir hier einmal. Holen uns die Ressourcen. Bauen außerdem hier eine Straße. Bauen hier auch noch zwei Straßen. Und dann machen wir das da. Und hier holen wir uns zweimal Jagen.
Ja, also wir kriegen schon 20 Sterne pro Runde, also würde ich sagen, machen wir einen Entdecker. Okay, ja, der Entdecker hat da ein bisschen festgehangen. Okay, die sind auf jeden Fall nicht hier, die sind hier. Und dann sind hier wahrscheinlich Umaji und Xingxi. Ich würde hier gerne eine Straße machen. Dann hätten wir gleich in der nächsten Runde hier das da. Wir können den hier noch bewegen. Würde ich sagen, bewegen wir einmal so. Mit dem machen wir nichts. Ja. Okay, das tut ein bisschen weh. Der arme Ritter. Und da sind überall welche, deshalb muss ich mal gucken. Der hat auf jeden Fall 2 von 3 zerstört. Er kann aber nicht da den Reiter kaputt machen, deshalb machen wir es erstmal so. Ich würde sagen, wir schicken einen Riesen hier hin. Den würde ich ganz gerne heilen. Und dann einmal so schlagen. Und dann machen wir hier eine Straße hin. Dann übernehmen wir das. Und dann holen wir uns hier Ressourcen. Klappt ja ganz gut bisher. So. Und das da würde ich auch ganz gerne verbinden. Und mir dann auch von da Ressourcen holen. Großer Bazar freigeschaltet. Sehr gut. Hier nochmal Obst ernten. Und dann gehen wir hier hin. So, was machen wir mit dem? Ich würde sagen, machen wir so, um uns ein bisschen zu entfernen. Dann machen wir einfach hier. Und bringen das auch auf Stufe 3. Hier noch Obst ernten und noch mehr Obst ernten. Die Ressourcen, wir haben ja einen Riesen drauf, deshalb lohnt sich nicht unbedingt. Ich glaube, wir verbessern es einfach nochmal. Und holen uns dann Grenzenausweitung, glaube ich. Also Grenzwachstum. Wobei, dann würden wir dieses eine Dorf da oben rechts abschneiden. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Machen wir so. Sollen wir hier ein Sägewerk hinmachen? Ne, wir machen hier ein Sägewerk hin. Und dann haben wir hier eine Holzhütte. Noch mehr Grenzwachstum. Haben wir ein bisschen bessere Sicht. So, hier oben. Ah, es reicht gar nicht mehr. Wir haben nur noch diesen großen Basar hier. Ich glaube, den mache ich hier hin. Und dann nochmal Grenzwachstum. Da haben wir hier oben auch Zugang. Und dann beenden wir einfach den Zug. Ja, oh, okay. Irgendjemand hat Kampfschiff. Umaji wurde von den Xingxi zerstört. Okay, wir haben also keine Umaji mehr. Machen wir so, machen wir so. Und dann machen wir so. Gut, dann können wir die eigentlich auch wieder zurückschicken, glaube ich. Ich würde aber auch gerne wissen, ob hier eine Landverbindung ist. Ja, den Riesen lassen wir erstmal stehen. Wir lassen den Riesen stehen und gehen hier hin und gehen hier hin. So, und dann holen wir uns, glaube ich, einen Ritter. Und hier irgendwo ist dann ein Boot von den Chinchi oder von den Kiku. Da müssen wir einfach mal gucken. Ist auf jeden Fall gefährlich, dass die jetzt schon hochentwickelte Boote haben. Dann holen wir uns auf jeden Fall Fischen. Einfach mal Fischen holen. Und hier hätten wir einen Wal gehabt. Und hier haben wir einen Wal. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen. Hier haben wir auch einen Wal. Das könnten wir uns auch gleich holen. Da kriegen wir dann ein bisschen Ressourcen. Bergsteigen.
Ja, komm, wir holen uns Bergsteigen. Einfach, um alle Grundtechniken zu haben. Ja, okay, die schlagen schon ganz gut drauf ein. Deshalb würde ich auch mal den heilen. Und da ist kein Boot. Gut, wollte halt nur wissen. Dann können wir das auch mal mit der Hauptstadt verbinden. Dann kriegen wir auch in der Hauptstadt einen neuen Riesen. Und hier müssen wir jetzt eine ganze Menge Upgrades reinstecken. Wird das überhaupt reichen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wird nicht. Dann hole ich mir erstmal hier Walfang. Das kann mir ja keiner klauen hier. Und dann gucken wir mal hier. Oh, es gibt eine Landverbindung und noch ein zusätzliches Dorf, zusätzliche Stadt. Ja, der ist nicht so ein großes Problem. Da bleibe ich einfach so drauf. Verbinden. Und dann machen wir hier mal den Wald weg. Dann können wir hier ein großes Sägewerk drauf machen. Ressourcen. Noch mehr Ressourcen. Und dann holen wir uns auf jeden Fall Bevölkerungswachstum. Und nochmal. Eine super Einheit. Können wir auch hier schon mal das so machen. Können wir auch schon dahin gehen. Und als nächstes müssen wir unbedingt, ja, Häfen haben wir, einen Hafen haben wir schon. Ich würde mich da mal draufstellen. Dann holen wir in der nächsten Runde Segeln. Müssen wir ja. Die Chinchi haben das ja schon. Dann beenden wir den Zug. Okay, die haben keine Lust, uns anzugreifen. Also, Umaji sind tot, Imperius haben zwei Städte, Kiku haben fünf Städte. Also Kiku ist gerade die größere Bedrohung. Und den hätte ich vielleicht heilen sollen. Und da ist auch niemand mehr. Also holen wir uns einfach mal Segeln. Und gehen direkt mal segeln. Der würde auch ein gutes Segelschiff ausmachen. Und die Imperius sind immer noch nicht besiegt. Wir haben schon fast alles an ihren Ländern übernommen. Aber sie gibt es immer noch. Deshalb gehe ich hier auch mal rein. Dann können wir daraus ein Schlachtschiff machen. Und in der nächsten Runde bekommen wir halt 44 Punkte. Haben wir 58. Und dann, ja, dann haben wir definitiv genug für ein Schlachtschiff hier. Also beenden wir einfach hier den Zug. Ah, ich glaube, den können wir einfach noch bewegen. Ja, okay, die sind echt. Oh. Okay. Ja, das ist definitiv gefährlich. Der da meine ich. Deshalb werde ich hier noch einen Krieger hinmachen. Ich werde hier noch einen Krieger hinmachen. Den da werde ich heilen. Und was machen wir mit dem? Machen wir so. Und dann war's das. Daraus machen wir jetzt auf jeden Fall. Ah, stimmt ja. Erstmal das hier holen. Und dann holen wir uns ein Schlachtschiff und segeln raus in die Ferne. Gehen wir mal hier hin. Die Xingxi sind da. Aber jetzt haben wir hier die letzte Stadt. Und das wird hier echt eine Qual, alle Truppen durchzuschicken, deshalb werde ich sie zu Wasser lassen. Einfach alle hier hin. Dann gehe ich mit dem dahin. Und das da ist echt gefährlich. Deshalb stelle ich mal da meine Truppen herum.
Ansonsten können wir nichts mehr machen. Zu Ben. Ja, dem werde ich verlieren, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist zu spät. Oh, das ist jetzt doof, dass die tatsächlich noch überleben konnten. Aber das machen wir so. Und das machen wir so. Und den da würde ich ganz gerne auch zum Schlachtschiff machen. Nur komme ich da leider nicht hin. Einfach noch ein Krieger. Und dann gehe ich mal hier hin. Dann werde ich auf jeden Fall den da abschießen. Dann hier hin. Und dann übernehmen wir auch die letzte Stadt von den Imperius. Wir haben die Imperius zerstört. Dann können wir hier auch einen Riesen holen. Sehr schön, dann haben wir einen Riesen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Hafen hin. Und ich glaube, wir machen noch einen zweiten Hafen für den Wal dort. Grenzwachstum und Walfang. Können wir auch den da hier hin machen. Und hier war ja auch einer. Deshalb machen wir hier noch einen oder zwei Häfen hin. Grenzwachstum wieder. Und wieder Walfang. So, gibt's noch was? Ja, hier können wir einmal was verbessern. Kriegen auch. Ja, soll ich Grenzwachstum nehmen? Nehmen wir Grenzwachstum. Dann haben wir hier den ganzen Bereich hier abgedeckt. Und ich glaube, wir verbessern nochmal Pyro. Machen Sägewerk hier hin. Und dann Holzhütte. Und nochmal jagen. Und noch eine Super-Einheit. Sehr schön. Der da hat auch nur noch ein Leben. Entweder flieht jetzt oder, ja, schießt sich zu Tode. Oder überlebt tatsächlich. Das kann auch sein. Auf jeden Fall gehen wir hier mal alle ins Wasser. Hier haben wir ja einen Riesen und einen Ritter, also kann nicht viel passieren. An der Stelle wurde das Video dann so groß, dass ich es gar nicht auf einmal verarbeiten konnte. Deshalb habe ich es in zwei Teile geteilt. Aber keine Sorge, das zweite Video sollte auch schon online sein, wenn ihr das hier fertig geguckt habt. Und dann könnt ihr euch einfach den zweiten Teil anschauen. Und ich würde sagen, bis gleich und tschüss.